In diesem Video heute geht es nun los mit dem Umbau in meinem Fischraum. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen ein Video gezeigt, wie ich die beiden Cubes hinter mir hier abgebaut habe. Und diesen Umbau, den plane ich echt schon richtig lange. Also das hat wahnsinnig lange gedauert, bis das Aquarium dann mal da war, was ihr jetzt hier schon hinter mir voll eingerichtet seht. Und heute ist quasi der Start zu diesem Projekt und ihr werdet sehen, was ich für eine Technik benutze, was das für ein Aquarium ist und vor allem, wie ich das Hardscape hier setze und einrichte. Und ich denke, dann wird es in dem nächsten Video dann um Bepflanzung gehen und wie das Ganze dann fertig aussieht. Und dann werden wir uns nochmal in einem weiteren Video um den Besatz kümmern. Das ist also der Plan so für dieses Projekt, für diese Reihe. Heute also erstmal so die Grundlagen zu dem Aquarium, was ich mir dabei gedacht habe, warum ich das überhaupt gemacht habe und wie das Ganze vom Hardscape her dann aussieht und von der Technik. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen dieses Videos. Also, ich habe jetzt hier den Schrank schon mal gesetzt. Das ist auch ein extra Aquarienschrank, den ich mir gekauft habe. Ziemlich schweres Teil. Und ich habe halt alles schon da für das Aquarium. Ich habe ja super lange darauf gewartet, auf diesen Glaskasten. Und hier ist zum Beispiel der Filter schon drin. Das ist einfach ein relativ großer, super einfacher Außenfilter. In dem Fall jetzt von Eheim, wo ich diese Schnelltrennkupplung dran habe, um den gut warten zu können. Da kommen wir aber später nochmal zu. Und die andere Seite ist auch voll mit Krimskrams, den ich so brauche, mit Hardscape, mit Lavabruch, Unterlegmatte und Folie für die Rückseite, bisschen Sand schon drin. Obendrauf liegt die Lampe, für die ich mich entschieden habe. Das ist wieder so eine RGB-Beleuchtung, die steuerbar ist in den einzelnen Kanälen. Und das soll eben hier in diesem Fall so sein. Man sieht auch schon, dass ich versucht habe, den Schrank in Waage zu bringen. Und dann habe ich mir überlegt, weil es echt so lange dauerte, bis das Aquarium da war, ich werde schon mal den Filter laufen lassen und zwar einfach in so einer Box, wo Wasser drin ist. Das Ganze hat irgendeinen Namen, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Also das ist so dieses Einfahren lassen eines Filters in einem sauberen Aquarium quasi. Ich saug jetzt hier an der Auslassseite des Filters einmal an. So läuft der Filter dann voll aus der Box. Man sieht, das Wasser wird jetzt hier weniger drin. Das muss ich nachher nochmal auffüllen. Aber da braucht man auch nicht so einen Pumpknopf irgendwie an den Filtern, um den zu starten, sondern einfach dran saugen. Ne? Man sieht jetzt noch, dass da ein bisschen Wasser noch rauskommt. Wenn ich das Teil darunter halte, dann blubbert das so. Also das heißt, das Wasser läuft noch in den Filter und der Filter läuft voll. Wenn er dann vollgelaufen ist, dann kann man ihn einfach starten. Aber zu dieser Methode, natürlich bilden sich da ja nicht wahnsinnig viele Bakterien, die dann entsprechend den Stickstoffkreislauf in Gang bringen. Aber es ist schon mal so ein Ansatz. Ne? Das Filtermaterial ist schon mal feucht und so die ersten Belege bilden sich, Bakterienfilme. Die kommen auch einfach so an den Oberflächen dieser Box und der Schläuche und das ist so ein ganz sanfter Start. Und das hatte ich jetzt dann so lange laufen, bis das Aquarium kam. Ja, also den Filter habe ich jetzt eben hier angemacht. Man sieht diese Steckverbindungen, die man leicht lösen kann. Ich habe in dem Filter wirklich nur biologisches Filtermaterial drin, weil ich wieder mit meiner Methode arbeite beim Außenfilter, dass ich an den Ansaugstutzen nachher einen Schwamm mache. Das habe ich jetzt hier nicht, weil es einfach nur Leitungswasser, was hier drin ist. Aber so kann das Ganze schon mal einfach laufen. Und ich habe so ein bisschen Druck bekommen mit dem zeitlichen Ablauf. Ne? Also im Frühjahr habe ich das Ganze angefangen zu planen, das Aquarium bestellt. Und der Plan war, dass ich da die Skiffia Multipunctata reinsetze, die sich hier in dieser Quarantänebox extrem gut vermehrt haben. Also die erste Generation ist schon ja quasi geschlechtsreif und groß. Und ja, die Tiere aus dem Teich kommen da natürlich noch mit dazu. Das sind nicht so viele wie hier drin. Und ja, die müssen hier raus. Also das ist einfach viel zu klein. Ich bin total erstaunt darüber, dass die Nachzucht hier so gut geklappt hat. Selbst in diesem Aquarium, dieses Veralgte, was da drin ist, das ist kein Problem. Die Wasserqualität halte ich hoch durch eine intensive Pflege. Aber das ist eben auch echt viel Arbeit, weil das einfach viel zu viele Fische auf diesem kleinen Volumen sind. Und deswegen war ich dann super froh, als
endlich der Glaskasten da, weil also die Firma einfach wahnsinnig viele Aufträge und Rohstoff ist schwer zu besorgen. Und deswegen hat das so lange gedauert. Ich machte also niemandem einen Vorwurf, aber es war jetzt für mich wirklich Zeit. Und das ist also so ein Weißglas-Poolbecken. Ich habe da jetzt eine transparente Milchglasfolie hinten dran gemacht. Das wollte ich in diesem Fall mal machen, weil das ganze Aquarium relativ hell sein soll. Und auch mit der Beleuchtung, die relativ viel kann, ist das schon wirklich ein sehr helles Aquarium. Das ist mein Ziel damit. Und bin da mal gespannt, wie ich mit Beleuchtung und so weiter spielen muss, damit ich da keine Riesenalgenprobleme bekomme. Hier sieht man jetzt schon den Ansaugstutzen mit Filterschwamm. Ich habe so eine Edelstahlauslauf eigentlich bestellt. Der Filter hat aber zwei verschiedene Größen und die eine Größe noch nicht angekommen, deswegen ist noch das grüne Rohr dran. Ich habe schon mal die Schläuche jetzt nicht mehr in grün, sondern in grau ausgetauscht an dem Filter, weil ich das einfach optisch dann so ein bisschen schöner finde. Das Aquarium soll insgesamt wirklich schön sein. Wie gesagt, in dem Filter von oben bis unten, das ist einfach nur der Filter, das Volumen kann man voll ausnutzen mit biologischem Filtermaterial oben, der Schwamm zur mechanischen Vorreinigung, den ich dann zwischendurch sauber machen kann. Das Rohr wird entweder noch ausgetauscht, es muss sowieso noch ein bisschen gekürzt werden bei der Einrichtung, die ich davor habe. Also da wird sich noch ein bisschen was tun. Auf der anderen Seite mein Wasserwechselsystemanschluss, den ich jetzt natürlich für dieses Aquarium hier wieder nutze. Ich habe dazu ja mal ein Video gemacht, wie ich hier meine Wasserwechsel einigermaßen vereinfache. Das Uferaquarium ist mittlerweile auch angeschlossen an dieses System. Denn man sieht auch die Hähne zu den einzelnen Aquarien, mein Biotop Aquarium Light und das Asien Aquarium. Die sind an dieser Wand angeschlossen. Das heißt, die kann ich alle vier über diesen Schlauchansatz hier auf einmal leer laufen lassen. Und das ist wirklich eine große Erleichterung von der Zeit her. Als Beleuchtung, wie gesagt, jetzt hier diese RGB-Beleuchtung, da bin ich mittlerweile großer Fan von. Allerdings, es muss einfach zum Setting passen, ne? Also hier jetzt, wie gesagt, ist alles ausgelegt auf hell. Relativ viele Bepflanzungen und in den anderen Aquarien, wo ich ja teilweise nur diese LED-Röhren drüber habe von Serra, da ist das tatsächlich so gewollt und da funktioniert das einfach am besten. Hier in diesem Becken möchte ich aber gerne diese helle Beleuchtung haben. Und dann fange ich an mit der Einrichtung. Das Ganze soll ja ein Flusslauf darstellen. Flusslauf, zumindest Strömung, soll sehr stark sein in dem Aquarium. Das hat mit dem zukünftigen Besatz neben den Skiffia zu tun. Die Skiffia brauchen es nicht total strömungsreich, aber sie können das. Also sind sehr an verschiedenste Bedingungen angepasst. Da werde ich so ein bisschen mit der Strömung mal spielen, mal schauen, was denen gut tut und dann dem anderen Besatz, der dazu kommt, noch gut tun wird. Und was ihr jetzt hier seht, sind ja so Kiesel, große Flusskieselsteine und kleinere. Und ja, das Besondere hier an der Stelle ist, alles, was ihr bisher in dem Aquarium seht, ist künstlich, ist aus Kunststoff. Sind also sehr leichte Steine, mit denen ich hier spiele. Und das hat einfach den Grund, dass ich ja hier mit der Statik aufpassen muss. Vom Volumen her ist das Aquarium so groß, wie die beiden Cubes vorher auch waren. Der Schrank ist ein bisschen schwerer, das Glas ist dicker. Und die echten Flusskiesel, mit denen ich jetzt hier zusätzlich noch ein bisschen arbeite, zumindest mit kleinen davon, die sind einfach unfassbar schwer. Und deswegen habe ich sehr, sehr lange mit mir gehadert, ob ich das mal ausprobieren soll. Und ich dachte, komm. Ich habe die dann hier gefunden, war mit der Optik ganz zufrieden. Da muss sich ein bisschen Patina drauf bilden, definitiv. Aber die sind natürlich schlicht und ergreifend sehr schön leicht. Und auch mit denen konnte ich dann recht extrem bauen. Also vorne sehr groß, nach hinten dann kleiner werden. Ich wollte mal so einen Weg nach hinten machen. Das habe ich in der Deutlichkeit zu Hause, glaube ich, noch nie in der Form gestaltet. Deswegen hatte ich da mal Bock drauf und es macht einfach total viel Spaß. Da haben wir wirklich viel Zeit gelassen, Steine rausstellen, rein und nochmal umlegen und umstellen und so weiter. Und ja, ich habe dann diese Kunststeine mit den kleineren echten Steinen verklebt, mit dieser Hardscape-Methode, ne, also diese Baumwolle. Und dann mit flüssigem Sekundenkleber
Der muss auf Cyanacrylatbasis sein, ansonsten ist die Marke völlig egal. Und dann geht das so eine feste steinige Verbindung ein. Und ja, ich wollte eben jetzt hier diese leichten Kunststeine, die innen auch hohl sind, mit den richtigen Steinen verbinden, um einfach so ein bisschen Stabilität da reinzubringen. Und diese Kunststeine, die großen, die haben schon auch Öffnung. Allerdings hängt das halt sehr davon ab, wie man die legt. Und deswegen war jetzt mein nächster Schritt, einfach mal Wasser einzufüllen und zu schauen, wie die sich verhalten, ob die vielleicht dann doch noch aufschwimmen. Und man sieht das jetzt gleich vorne an dem Riesenstein, dass da sich tatsächlich eine Luftblase drin gebildet hat und dieser Stein dann beim Auffüllen des Wassers so ganz langsam nach oben treibt. Und da musste ich mir natürlich was überlegen, ähnlich wie bei Wurzeln, die aufschwimmen. Wie ich damit umgehe. Ich habe den ja schon auch ein bisschen verklebt, ne, mit den echten Steinen. Das hat aber nicht ganz gereicht. Man sieht das jetzt gleich hier, desto höher der Wasserstand wird, dass dieser Stein so langsam anfängt aufzuschwimmen. Ja, aber jetzt, ne, ich habe das sehr schnell dann gesehen. Genau dafür habe ich diesen Test gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, bohr doch einfach nochmal ein paar Löcher an den richtigen Stellen in diesen Kunststein. Hier sieht man, wie der schön schwimmt, ne? Damit die Luft dann entweichen kann. Grundsätzlich, klar, ich habe da auch arg drüber nachgedacht, ob das so gut ist, wenn diese Steine mit Wasser gefüllt sind, welches ja nicht wirklich gut durchströmt ist. Sie sind ein bisschen durchströmt durch größere Öffnungen noch an der Seite, die man jetzt natürlich optisch extra nicht sieht. Oder ob da so ein bisschen Totwasser entsteht. Hier habe ich mit dem Finger gefühlt, da kommt wirklich Luft raus an der Stelle. Und ich gehe das Risiko jetzt einfach mal ein. Ich schaue mal, wie sich das entwickelt, was sich da tut. Das ist aber sicherlich eine Fehlerquelle. Ich mache das hier übrigens noch bei den anderen Steinen auch, damit die gut entlüftet werden können, die ich dann so im Blick haben muss. Also wenn ich irgendwann sehe, ja, das Aquarium entwickelt sich irgendwie ein bisschen komisch oder die Werte stimmen nicht, dann kann das unter Umständen auch daran liegen, dass hier dieses unbewegte Wasser in den Steinen steht. Also da bin ich mir noch ein bisschen unsicher und werde das einfach ausprobieren und werde euch berichten davon, ob das dann funktioniert oder nicht. Ne? Den Staub, der beim Bohren jetzt entstanden ist, den wische ich natürlich noch weg, denn ich möchte ja keine Plastikstaubreste in dem Aquarium haben. Und ja, dann habe ich das Ganze nochmal weiter wieder aufgefüllt, um zu schauen, ob jetzt alles funktioniert. Und tatsächlich, ne, diese kleinen Löcher, die man natürlich später in der Einrichtung nicht sehen wird, die haben jetzt ihren Sinn und Zweck erfüllt und dementsprechend bleiben die Steine auch unten und sind recht stabil jetzt hier unter Wasser. Ne, man sieht, dass sie leicht verklebt sind mit den echten Steinen und so kann ich damit leben. Es muss nicht alles total bombenfest sein. Bei dem hier muss ich nochmal nacharbeiten. Ne, da kommt nochmal so ein bisschen Luft raus. Es muss nicht bombenfest sein. Ich will das ja vielleicht irgendwann auch wieder auseinanderbauen und so. Da sind diese Klebestellen in Ordnung wegzubekommen, aber natürlich muss man jetzt das nicht übertreiben und mehr als nötig dann kleben. Ne? Hinten diese helleren Steine, das sind auch Höhlen, die hatte ich schon beim Rennmann-Aquarium eingesetzt. Kunsthöhlen, auch zur Zucht von Zwergbuntbarschen, die Höhlenbrüter sind und so weiter. Die habe ich einfach auch mal mit reingebracht. Die verschiedenen Farben gefallen mir jetzt ganz gut. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das mit der Zeit dann entwickelt. Ja, jetzt sauge ich nochmal ein bisschen von diesen Kunststoffresten ab und mache das Aquarium wieder leer, denn ich möchte ja weiter jetzt den Bodengrund einbringen. Hier nutze ich wieder das System, dass man Filterwatte einfach von hinten in die Lücken steckt, wo sonst der Aufbau, die Aufschüttung im hinteren Bereich wie nach vorne kommen würde mit der Zeit. Ich werde hier Lavabruch einsetzen. Da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so groß, dass es nach vorne rieselt, aber da kann man ja auf Nummer sicher gehen. Die Watte, die stört ja nicht und ist auch nachher gar nicht mehr zu sehen. Und zu guter Letzt habe ich hier aus meinem Urwald-Aquarium die zwei schönen Stücke Talava-Holz gerettet und sauber gemacht. Die waren jetzt wirklich über Monate trocken. Das heißt, ich war mir relativ sicher, dass die auch aufschwimmen, wenn man sie jetzt wieder in Unterwasser bringt. Und aus dem Grund habe ich, ne, nachdem ich sie dann so sortiert hatte, wie ich mir das vorgestellt habe, also eine deutlich weiter im Hintergrund mit den feineren Verzweigungen und die mit den weniger feinen Verzweigungen vorne. Auch das sorgt wieder für Tiefe. Ähnlich wie bei den Steinen, als die dann so in ihrer Position waren, habe ich die dann auch noch mit der gleichen Methode nochmal fixiert an den Steinen unten drunter, damit sie einfach nicht aufschwimmen. Aber das ist jetzt nichts Neues und kein großes Geheimnis, ne, wie das funktioniert. Ich zeige es hier nochmal, ne, diese Reaktion, die dann da eingegangen wird,
von den verschiedenen Stoffen, dass das steinhart wird und dann sich einfach echt richtig gut verbindet. Ne? Und das geht auch super schnell. Also das ist nichts, was jetzt Ewigkeiten dauert, sondern das wirklich total zügig funktioniert. Und man kann eben dann sicher sein, dass das ganze Hardscape nicht nach oben kommt, wenn man nachher befüllt. Das ist manchmal noch ein bisschen spannend, ob es wirklich so funktioniert hat, aber in der Regel geht das dann schon ganz gut. Und ich denke, es ist jetzt relativ klar, wo die Optik dieses Aquariums hingehen soll. Ich fülle jetzt den hinteren Bereich auf mit Lavabruch. Da kann man die Marken nehmen, die man im Handel findet. Man kann aber auch im Baumarkt gehen, da gibt es häufig günstiger. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mal gehört, dass man da auf irgendwas achten muss. Rollsplit oder so ist, glaube ich, nicht so gut, weil da noch irgendwas anderes mit drin ist. Es muss halt Lavabruch sein, einfacher Lavabruch. Was anderes ist das jetzt ja auch nicht. Ich habe jetzt hier eine schwarze Form, eine schwarze Variante gewählt, um das aufzufüllen hinten. Und jetzt sieht man so ein bisschen die Optik, die ich gerne möchte. Ne? Das Ganze ist mit einem sehr großen Außenfilter versehen, der ordentlich Strömung schon an sich macht. Und es kommt nachher aber noch eine Strömungspumpe dazu. Und wie gesagt, da muss ich dann mit den Bewohnern mal schauen, wie das wird. Aber dieser Weg nach hinten so gefällt mir schon ganz gut und hinten eben jetzt aufgefüllt mit Lavabruch. Das ist eben auch so ein Untergrund, der die Pflanzen sehr schön schon wurzeln lässt. Allerdings kann man sehr schlecht in diesen Lavabruch pflanzen, weil das einfach so eine stabile Struktur ist und der nicht in sich zusammenfällt aufgrund der Scharfkantigkeit. Verhakt sich das so ineinander und ist sehr stabil im Aufbau, aber man kann eben schlecht pflanzen. Und deswegen habe ich mich entschieden, hier mit ein bisschen Soil zu arbeiten. Das ist einfach noch alter Soil, den ich über hatte, der jetzt aber auch mal langsam aufgebraucht ist. Das ist nicht sonderlich viel, was ich da drauf gemacht habe. Das ist nur eine sehr dünne Schicht. Das hängt auch mit den Bewohnern zusammen, mit den Sciphia multipunctata zum Beispiel. Die mögen es nicht sonderlich weich. Und deswegen ist das nur eine dünne Schicht, um eben Pflanzen einsetzen zu können, dann im späteren Verlauf. Das ganze Aquarium wird mit Leitungswasser laufen, einfach um die Werte einhalten zu können, die ich da benötige. Also kein Osmosewasserzusatz. Und den anderen Bereich fülle ich jetzt erstmal mit Sand auf. Also das ist das ganz normale Aquariensand. Ich glaube, Körnung ist 0 bis 2 mm, also ein feiner Sand, den ich sehr gut vorher auswasche, weil ich diese Trübung verhindern möchte, die sonst am Anfang da ist. Das muss man nicht zwingend machen, aber ich bin ein großer Freund von, ja, wenn man den einfach so ein bisschen durchwäscht vorher und das Ganze, diese ganzen Trübstoffe und Schwebeteilchen dann nicht mehr drin sind und der Filter die nicht erst raus holen muss. Ne? Und das ist auch nicht so eine mordsmäßige Arbeit. Ich gebe jetzt ein bisschen Wasser dazu, um den Sand einfach abzuflachen und damit er so fällt, wie er nachher auch sein soll. Auch von der Menge her, dass ich gucke, es soll keine tiefe Sandschicht sein, sondern eine möglichst flache Sandschicht, wo ich aber trotzdem ein paar Pflanzen noch einsetzen möchte, Kryptogorien zum Beispiel später, die gut auch in Sand wachsen. Aber ich möchte auch nicht so eine große Sandkante vorne an der Scheibe haben. Ja, und das jetzt hier mal das Ganze im Überblick als Zwischenform quasi. Und ich muss sagen, mir gefällt es bisher ausgesprochen gut, auch diese Kunststeine. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen wäre, wenn ich das nicht gesagt hätte. Klar, als ich reingebohrt habe, da wird das dann schon sehr deutlich. Ich habe noch keine Erfahrung damit und bin gespannt, wie die sich entwickeln, wenn da auch eine entsprechende Patina sich drauf gebildet hat. Aber im Moment finde ich, sieht das ganz okay aus. Und ja, dann des Einrichters geheimster Schatz ist das Ganze mit passenden Kieselsteinchen abzurunden, so würde ich das sagen. Vielleicht beim Kochen könnte man das so sagen. Eine Prise Kieselsteine so an die Kanten. Und an dieser Stelle, in diesem Projekt hier, ist es auch nicht nur eine Prise, sondern total gewünscht, dass das sehr, sehr viel ist. Denn ich möchte diesen felsigen, kieselsteinigen Untergrund haben, vor allem auch für die Bewohner, die noch kommen. Und auch von der Optik her gefällt mir das sehr gut. Also hier habe ich jetzt ganz bewusst nicht mit gespart. Diese Kieselsteine, die härten ein bisschen das Wasser auf, was mir in diesem Projekt ganz wirklich zugute kommt. Ne? Die Sciphia multipunctata gerade, die mögen es ja so ein ganz kleines bisschen härter, auch nicht super hartes Wasser. Aber ich sag mal, so ein pH-Wert knapp um die 7, ein bisschen drüber, vielleicht tut den schon ganz gut. Und eine GHKH, wenn die dann so bei
6, 7, 8 bis 10 so bleibt, dann ist das schon ganz schön. Und das kriege ich damit hin. Und ich finde, dass das wirklich jetzt hier eine sehr schöne Optik gebracht hat und geworden ist. Und ihr könnt gespannt sein, wie das Ganze sich entwickeln wird. Ich hatte die Cubes ja Ying und Yang Cubes genannt, wegen hell und dunkel. Und das habe ich jetzt wiederhergestellt mit dem Biotop-Aquarium-Leiter daneben. Und bin gespannt, wie das Ganze dann wird. Ja, schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.